Levi Schücking, Romanschriftsteller, 1836 bis 1837, Kurze Straße 12, Gaststätte Schwarzer Bär. Levi Schücking. Levi Schücking, Christoph Bernhard Levi Matthias Schücking, geboren am 6. September 1814 in Meppen, gestorben am 31. August 1883 in Pyrmont, war ein deutscher Schriftsteller und Journalist. Leben. Schücking war der älteste Sohn des arenbergischen Amtmanns, Richters und Religionshistorikers Paulus Modestus Schücking und von dessen Ehefrau, der Dichterin Katharina Sibylla Schücking, geborene Busch. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend bis 1829 im Marstall des barocken Jagdschlosses Clemenswert in Sörgel-Emsland. Nach einem Umzug nach Münster 1829 besuchte er das dortige Gymnasium Paulinum. Nach einem weiteren Umzug nach Osnabrück 1831 das dortige Gymnasium Carolinum, an dem er 1833 sein Abitur ablegte. Schücking studierte in München, Heidelberg und Göttingen Rechtswissenschaften und kam nach abgeschlossenem Jurastudium 1837 nach Münster, wo er im Kreise der Heckenschriftstellergesellschaft mit Elise Rüdiger, Annette von Droste-Hülshoff, Luise von Bornstedt, Wilhelm Jungmann und Christoph Bernhard Schlüter verkehrte. Er gab schon bald die juristische Laufbahn auf und wandte sich ganz der Literatur zu. Er arbeitete ab 1838 an Karl Gutzkoffs Zeitschrift Telegraph für Deutschland mit und wurde durch Gutzkoff entscheidend gefördert. Er veröffentlichte auch viele Beiträge in Johann Friedrich Kotters Morgenblatt für gebildete Leser und in anderen belletristisch-kritischen Blättern. 1841 wurde er durch die Vermittlung seiner mütterlichen Freundin Annette von Droste-Hülshoff Bibliothekar bei deren Schwager, dem Freiherrn Josef von Lassberg, auf Schloss Meersburg am Bodensee. 1842-43 erhielt er eine Anstellung als Prinzenerzieher beim Fürsten Wrede in Mondsee bei Salzburg, bevor er im Herbst 1843 als Redakteur der Allgemeinen Zeitung, der damals einflussreichsten Zeitung Deutschlands, nach Augsburg berufen wurde. Am 7. Oktober 1843 heiratete er die Schriftstellerin Luise von Gall, mit der er sich lange zuvor nur aufgrund eines intensiven Briefwechsels verlobt hatte. Er zog 1845 von Augsburg nach Köln, wo er das Feuilleton der Kölnischen Zeitung leitete, reiste 1846 im Auftrag der Zeitung nach Paris und 1847 für längere Zeit nach Rom. In Paris traf er mehrfach mit Heinrich Heine zusammen. Bis 1852 blieb er Feuilleton-Redakteur der Kölnischen Zeitung. Ende 1852 zog er sich auf sein Anwesen im westfälischen Sassenberg zurück. 1855 starb hier seine Frau. Schücking arbeitete weiterhin für zahlreiche Zeitschriften und Tageszeitungen, verfasste Romane, Novellen, Reisebücher, kleine Feuilletons und Rezensionen, reiste 1862 zur Weltausstellung nach London, 1864 erneut nach Italien, 1867 zur Weltausstellung nach Paris und hielt sich immer wieder für längere Zeit in Münster auf. Schücking starb im Alter von 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Sanatorium seines Sohnes, des Geheimen Sanitätsrates Christoph Bernhard Adrian Schücking in Bad Pyrmont. Sein Grabdenkmal befindet sich auf dem Friedhof an der Lotzingstraße in Bad Pyrmont. Am Schwarzen Bären in Göttingen befindet sich seit 1933 eine Göttinger Gedenktafel für ihn. Mit seiner Frau hatte er 5 Kinder. Lothar Karl Levi Schücking, geboren am 19. Dezember 1844, gestorben am 25. April 1901. Seine Patin ist Annette von Droste-Hülshoff. Adrian Christoph Bernhard Schücking, geboren am 13. Juli 1852,
gestorben am 2. Juni 1914. Gerhardine Friederike Juliane C. Schücking, geboren am 10. Januar 1846, gestorben am 22. Oktober 1906. Theophanie Elfriede Sabine C. Schücking, geboren am 19. April 1850, gestorben am 23. Mai 1903. Und Adolfine Schücking, geboren am 19. September 1854, verstorben am 9. Dezember 1854. Literarisches Schaffen. Schücking hat ein vielseitiges und umfangreiches Werk hinterlassen, das fast alle literarischen Gattungen einschließt und im Wert sehr differiert. Besonders als Erzähler und Kritiker spielte er mehrere Jahrzehnte lang eine bedeutende Rolle in der Literatur. Landschaftlicher Hintergrund vieler seiner Erzählwerke sind Westfalen und das Rheinland, was ihm die Bezeichnung eines westfälischen Walter Scott eintrug. Seine unbändige Fabulierlust, seine Neigung zu romantischen Verwicklungen und spannenden abenteuerlichen Geschichten machten ihn beim Lesepublikum zwischen 1850 und 1880 außerordentlich populär. Er pflegte in seine Erzählwerke aber auch anregende und geistreiche Gespräche einzuflechten und ideologische Positionen sowie Zeitfragen kontrovers zu diskutieren. Neben Zeitromanen hat er zahlreiche historische Romane, Novellen, aber auch Reiseliteratur, biografische Werke, Dramen und Gedichte geschrieben. Als Journalist hat er eine unüberschaubare Anzahl literaturkritischer, feuilletonistische Arbeiten und Essays publiziert, die weitestgehend verschollen und bibliografisch bislang nicht erschlossen sind. Schückings journalistischer Beruf und seine herausragende Stellung als Autor führten ihn mit vielen prominenten Zeitgenossen des politischen und kulturellen Lebens zusammen. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang seine Lebenserinnerungen, die mit dem Jahr 1849 abbrechen und unvollendet blieben. Die Beziehungen zu seinem Förderer Karl Gutzkow und seinem Freund Ferdinand Feiligrath und zu seiner langjährigen Weggefährtin Annette von Droste-Hülshoff sind von großer Bedeutung für Schückings Entwicklung gewesen. Mit den drei Autoren hat er ebenso zusammengearbeitet wie mit seiner Frau Luise von Gall. So veröffentlichte er gemeinsam mit Feiligrath 1841 das malerische und romantische Westfalen und schrieb zusammen mit Annette von Droste-Hülshoff die Novelle »Der Familienschild«, die 1841 im Morgenblatt für gebildete Leser erschien. Später gab er Droste-Hülshoffs Werke heraus. Er verfasste eine erste Biografie über sie und setzte sich stark für ihr literarisches Werk ein. Wenig schmeichelhaft ist das Bild, das er in dem Roman »Die Ritterbürtigen« 1846 in der Figur der intriganten Stiftsdame Algunde Gräfin von Quernheim von ihr zeichnete. Diese sehr negative, bewusst karikierende Darstellung führte zum Bruch mit der Freundin. Schücking bewunderte Walter Scott und ließ sich von ihm ebenso beeinflussen wie von der Prosa des jungen Deutschland.